Zu unserem nächsten Talk oder in unserem nächsten Talk geht es um Access to Bodies. Körper sind politisch. Es wird ja vom Kongress viel gefordert, dass es eine diversere Sicht oder eine Anstrengung zur Diversität gibt. Und dieser Talk ist unter anderem eine davon, würde ich sagen. Wir werden eine Übersetzung auf Englisch haben. There's going to be a translation to English. I'm going to use my cheat sheet, the correct URL is streaming.c3lingo.org. Nadja wird uns ein bisschen darüber erzählen, warum Body Enhancement nicht immer nur dazu da sein muss, den Körper zu verbessern, sondern auch Spaß machen kann. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich bin Nadja und Access to Body ist ein posthumaner Leitfaden für Technik und Körperanwendungen. Ich werde euch im Folgenden so ein bisschen über verschiedene Körpereinsichten und Körperansichten und Körperzugänge berichten. Das sollte vielleicht die ersten 10 Minuten so dauern. Und dann gibt es ganz viele Beispiele zu meiner Arbeit. Ich werde nicht unbedingt versuchen, einer stringenten, logischen Narrativ zu folgen und ich werde zwischendurch, gibt es immer Einblendungen von dem 1-Euro-Schmuckprojekt von mir, das heißt, in dem ich eine Ware, also etwas, das 1 Euro kostet, an meinem Körper befestige. Das werdet ihr dann sehen, das lese ich auch immer vor. Ich bin bildende Künstlerin und ich habe im Schmuck studiert. Es gibt sozusagen die Schmuckkunst, das ist auch ein künstlerisches Medium, das kann man 2-mal in Deutschland studieren, in Halle und in München, also Halle hier gleich, Halle-Saale. Genau, und ich habe mich halt immer gefragt, okay, Schmuck, und was bedeutet das eigentlich? Es gibt ja auch die Theorie, dass die Kleidung vor, also nach dem Schmuck da war, dass die Kleidung wegen dem Schmuck erfunden wurde, damit man halt den Schmuck befestigen kann. Und genau, letztendlich Schmuck als Beschreibung des Körpers. Also wir haben halt einen Ring, weil wir einen Finger haben und wir haben eine Halskette, weil wir einen Hals haben. Und die Frage ist aber, was ist denn der Körper überhaupt? Und der Körper ist halt eine Situation, die sich halt ständig verändert und abhängig von sozialen und gesellschaftlichen Einwirkungen und Konstrukten. Und vor allen Dingen durch Technologie wird der Körper auch ständig verändert und erweitert und es wird in den Körper so eingedrungen. Genau, der Körper in der digitalen Welt, wir sind ja ganz viel in der digitalen Welt unterwegs, in der digitalen Welt löst sich der Körper eigentlich auf, also im Grunde brauchen wir den Körper da nicht, aber es gibt immer noch diese Idee des Körpers lebt halt noch weiter und wir haben halt auch Avatare und wir können halt nicht ohne den Körper denken, aber diese Körperauflösung, die wirkt auch zurück auf unser analoges Körperbewusstsein und verändert natürlich auch unsere Beziehung zum Körper. Das ist eine von einer Chanel-Modenschau, da haben sie die Frühjahrs- und Sommertrends 2017 präsentiert, aber die werden dann halt 2016 präsentiert in Paris. Und das ist halt der Laufsteg. Im Hintergrund seht ihr diese Server und vorne seht ihr die Models, die eigentlich immer noch dieselbe Chanel-Fashion tragen. Also das machen die schon seit 50 Jahren, aber die Models sehen halt jetzt ganz anders aus oder sind halt so Androide geworden. Also es geht jetzt um den Mensch, der sich, an dem halt rumdesignt wird und der sich verändert. Chain, 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 Kopie, JPEG. Von Your Jewelry, Ring. Ja, ihr kennt bestimmt alle diese klassischen Live-Logging Bilder oder halt, wo halt Technik auch so ganz nah am Körper getragen wird und auch wieder so ein Schmuckstück ist, um halt dein entire Life irgendwie aufzuzeichnen. Mittlerweile haben wir halt alle Smartphones und tun die ganze Zeit selber auf Facebook oder Instagram unser ganzes Life sozusagen locken. Über diese ganze Beschäftigung damit bin ich halt zum Cyborgs e.V. gestoßen. Das ist ein Verein in Berlin,
der sich kritisch mit dem Thema Cyborgs auseinandersetzt und oder jedenfalls das verhandelt. Es gibt verschiedene Protagonisten. Wir sind Theoretiker und Intellektuelle oder Softwareingenieure und ich habe halt eine künstlerische Position in diesem Feld. Es geht halt um vor allen Dingen auch um medizinische Anwendungen, dass die halt offene Software benutzen, dass man Zugang zu seinem Körper hat, wenn man jetzt irgendwie ein Implantat hat und so, und dann muss man immer wieder ins Krankenhaus, weil die Software muss halt abgedatet werden, aber man selber hat halt keinen Zugang zu seinem Körper oder offene Bluetooth-Schnittstellen im Körper. Und dabei ist natürlich diese ganze Cyborg-Idee auch überhaupt keine neue Idee, ne? Also Herzschrittmacher gibt es seit den 50ern oder 60ern so, und wir nehmen auch schon Pillen seit Ibuprofen und was weiß ich, sind alles auch so Hochtechnologien, die wir halt benutzen. Ich war auch vor wahrscheinlich mittlerweile 5 Jahren oder so, war ich auch in Leipzig hier auf der Messe, da gibt es die weltweit größte Orthopädie-Messe. Und es gibt diesen riesen Parcours von Otto Bock, wo halt diese ganzen Prothesen ausgestellt sind. Und dann gibt es auch dieses Wasserbecken, wo halt alle halbe Stunde jemand ins Wasser geht und zeigt, dass seine Prothese halt wasserfest ist. Und alle stehen halt drumherum und fotografieren. Und das ist natürlich wie im Zoo. Und das sind halt diese klassischen Cyborg-Ideen, auch diese Prothesen. Und man ersetzt halt ein Körperteil und versucht es sozusagen zu verbessern. Von Euro Jewelry Armreif. Das sind jetzt Beispiele aus der Beauty-Industrie. Ne? Die arbeiten ja auch ganz viel mit Innovation und Technologie. Die haben ja auch immer die neueste Technologie mit Stammzellentechnologie, Advanced Technology oder DNA, Retinol, Infrarot-Technologie. Ihr kennt bestimmt auch solche Bilder, das ist dann Beauty Technology Werbung, also das ist jetzt Werbung für eine Creme, und das ist natürlich, man weiß jetzt nicht so richtig, ist das eine VR-Werbung oder ist das ein Beauty-Produkt, oder man braucht sozusagen sozusagen Technik, um sich halt aufzuwerten oder um die Schönheit aufzuwerten, und andererseits soll halt sozusagen, Technologie wird benutzt, um wieder die Reinheit der Natur zu vermitteln oder wieder zu dem Punkt zurückzugelangen. Das ist Robocop, den kennt ihr bestimmt alle, und auch der Obercyborg sozusagen, und die Frau schmiert sich gerade mit Sonnencreme ein, und diese Sonnencreme, immer wenn die so einen weißen Schleier hinterlassen, ist das halt so ein Titan-Prismenfilter, der sich halt über die Haut legt. Also eigentlich, auf was will ich hinaus, sozusagen dieser Titanmantel, den Robocop trägt, ist auch schon längst da. Der sieht nur anders aus oder ist wahrscheinlich durchsichtig sozusagen. Man sieht ihn einfach nicht. Von Euro Jewelry Halsreif. Das ist der Lippenstift aus den 50ern, das war das Beauty-Produkt für die Frau seit den 50ern. Jeder musste halt einen Lippenstift haben, und die Revlon-Brüder, die haben damals den Nagellack auch erfunden. Die Geschichte des Nagellacks geht natürlich viel weiter zurück, aber den Nagellack, wie wir ihn heute sozusagen kennen, kommt aus der Autoindustrie, der erste Autolack. Und dann haben sich die Revlon-Brüder gedacht, cool, das kann man ja auch irgendwie auf die Fingernägel machen. Und daraus ist dann halt eine ganze Industrie entstanden. Die Revlon-Brüder waren dann auch die ersten, als dann in den 50ern der Lippenstift langsam so auf dem Markt fähig war, die halt den Lippenstift mit den Nägeln sozusagen farblich abgestimmt haben. Und der Lippenstift auch, der ist halt wirtschaftlich ziemlich bedeutsam, ne? Selbst in Krisenzeiten bleibt der Preis immer noch stabil und wird ja auch immer noch genauso viel gekauft. Also auf was will ich hinaus? Eigentlich sind sind beides Technologien. Also wir haben hier die Technik-Technologie und wir haben halt die Beauty-Technologie. Im Endeffekt nehmen sie sich nichts anderes. Da rechts seht ihr halt den Typen, der seine Fingerkuppe verloren hat und sich dann einen USB-Stick dran gebaut hat. Und das ist aber schon ein paar Jahre her und der hat nur so 2 Gigabyte, weil das halt schon ein bisschen älter ist. Und
Genau, und da gibt es so eine Fashion-Bloggerin, die sich halt 53 Schichten Nagellack draufgetragen hat und es ist natürlich auch so eine Körpererweiterung. Und sowieso sind diese langen Nails, ihr kennt das ja, wenn man vielleicht in der U-Bahn sitzt und man sieht so die Jungs und Mädchen mit diesen langen Fingernägeln, wie sie ihr Telefon bedienen und das, sie machen immer ganz andere Moves, als wie man das selber macht und das ist natürlich alles so sprichwörtlich so eine Verlängerung und Veränderung des Körpers und man muss dann ganz anders mit diesen Geräten, die einen eigentlich umgeben, umgehen. Das ist Kosmetik, die nur für die Medien gemacht wird. Das ist so eine Foundation, die man sich halt vom Fotografieren aufträgt. Diese transparente Grundierung der nächsten Generation wurde speziell zu dem Zweck entwickelt, die Gesichtshaut im Kameralicht fotogener wirken zu lassen, weil alle Imperfektionen des realen Lebens per Weichzeichnereffekt verwischt werden. Meines Erachtens sind halt der neue Lippenstift ist sozusagen die Snapchat-Filter, ne, die dein Gesicht halt irgendwie total verformen und demontieren können auch irgendwie. Es ist halt das neue Make-up für das digitale Ich. Es ist preiswerter, es ist viel spekulativer. Von Juho Chulowi Broche. Hier gibt es noch einen kurzen Ausflug. Unfallchirurgie hat sich daraus entwickelt, als die ersten Schusswaffen produziert wurden und es die ersten Schussverletzungen gab, halt vor allen Dingen im Krieg. Und die Leute mussten irgendwie diese Gesichter wiederherstellen. Und daraus kommt die Unfallchirurgie, wo dann die Schönheitschirurgie sich raus entwickelt hat, die halt auch so Körpermodifikationen durchführt, die auch nicht immer medizinische also ein medizinisches Muss sind sozusagen. Das ist Martina Bick da unten, die das auch ziemlich gut dokumentiert hat. Sie hat sich auch ihre Haut komplett zu einer schwarzen Frau ändern lassen. Das sieht man jetzt auf dem Bild nicht. Es gibt sozusagen also auch das Phänomen des Transracial, also dass man seine Rasse ändern will. Und es gibt natürlich auch diese Produkte, wo halt schwarze Leute irgendwie diese Cremes benutzen, um halt ihr Gesicht zu bleichen, um weißer zu werden, um sich halt diesem western-weißen Bild anzupassen. Und das ist auch Smoke Skin Fair Intensive Activator Fairness Cream von Juho Chulowi Broche. Genau, wie kann man denn noch mit Technologien umgehen und muss ich eigentlich programmieren können, wenn ich mich mit Computern auskennen will? Also ich werde jetzt im Folgenden, kommen wir jetzt zu meiner Arbeit und ich werde euch ein paar alternative Körperbilder zugänglich machen und stehen Computer eigentlich auf rosa. Router Pop, Modem, Ethernet-Kabel 2016. Von Juho Chulowi Broche. Das ist eine Arbeit, die ist von 2014 und ihr kennt das ja auf YouTube, wenn man da mal so eine Weile warten muss, bis das Video lädt, dieser Loader. Und ich habe da halt eine Perlenkette sozusagen draus gemacht, eine GIF, die kann halt jeder haben, also eine Perlenkette, die jeder haben kann. Und die Frage ist aber nur, wie gehe ich damit um, wie kann ich sie tragen? So, es gibt diese Diskrepanz zwischen dem Digitalen und dem eigenen Körper und die ist natürlich total spannend und die muss auch nicht aufgelöst werden, aber die muss halt irgendwie, die muss man halt irgendwie spüren oder darüber nachdenken. Von Juho Chulowi Halskette. Nadjas Magnetic Nail Art Studio, das habe ich vor 2 Jahren, hat es auch auf dem Kongress hier in Hamburg damals noch prämiert. Und ihr kennt das bestimmt von, so, es gibt so viele Leute, die lassen sich halt so RFID-Chips in die Hand irgendwie implantieren oder kleine Magneten, Neodym-Magneten in die Fingerkuppe. Und dann kann man so elektromagnetische Wellen fühlen. Und ich habe mir gedacht, ja, warum kann man das eigentlich nicht auf dem Fingernagel machen? Das ist ja viel cooler, dann geht das auch wieder ab und sieht auch noch gut aus und man kann so ganz viele Tricks damit machen. Und saß dann hier 3 Tage lang da und habe den Leuten halt so die Fingernägel, so Neodym-Magneten auf die Fingernägel geklebt in so einem richtigen
in einem richtig portablen Nail-Studio. Hier gibt es einen kleinen Fun-Fact. Ich weiß nicht, wer Casey Rias kennt. Das ist der Begründer von oder der Mitentwickler von Processing von der Sprache. Ich habe ihm auch die Fingernägel gemacht. Genau, man kann halt ganz viele tolle Sachen damit machen. Und so kleine Bits hochheben, Rundgurken-Tricks. Von Euro Jewelry Brosche. Ja, und dann habe ich immer so Leuten davon erzählt, was ich so auf Fingernägel klebe und dann waren die alle ganz begeistert und hatten selber ganz viele tolle Ideen und dann habe ich angefangen, okay, habe ich Nadjas Nail Art Residency gegründet und lade halt jetzt verschiedene Künstler ein, was auf Fingernägeln zu machen, also sozusagen den Fingernagel als White Cube zu betrachten. Die müssen ja nicht nur lang und bunt sein, sondern man kann halt viel mehr anstellen, wie zum Beispiel mit Dasha Hewitt haben wir die Total Recall Nails gemacht. Ihr kennt das bestimmt aus dem Film Total Recall. Und da gibt es diese Szene, wo die Sekretärin halt so da auf die Fingernägel tippt und die Farbe ändert. Und wir waren damit auf dem Science Hack Day 2016 und haben halt versucht, das umzusetzen. Und es war auch wichtig, dass wir das ohne LEDs machen. Und Lackmuspapier war dann die Lösung. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus dem Chemieunterricht. Wenn man da halt eine säurehaltige Flüssigkeit drauf tut, dann verfärbt sich das rot und eine basische Flüssigkeit macht es halt blau und so kann man halt einmal die Farbe recallen. The year is 1990. The movie is Total Recall. It's a sci-fi movie where a secretary has really cool nail art. All she has to do is touch a little stylus to a color field and then tap her fingernails and the color changes, just like this. Whoa. This is the future of nail art science. Es muss noch zurückgehen. We have made a special feature called the recall, where we can recall the previous color of nails. Und wir haben auch an diesem Projekt haben wir nebenbei noch die Piss Nails erfunden. Zeige ich euch auch noch ein kleines Video. So with this nail, you can test your pee. Because it's a piss nail. So. Shit, ja. Hey, super boring. Es passiert halt nichts, weil wenn der Urin halt so leicht acidhaltig ist, verfärbt sich das nicht. Und das ist aber meistens der Fall, weil es total schwer basischen Urin hinzukriegen. Da muss man sich so basisch ernähren und so. Von Juhu, Julevi, Armreif, Sen. Mit Aram Bartol haben wir an den Post-Snowden-Nails gearbeitet, also das sind halt so diese Mini-SD-Karten auf die Fingernägel geklebt, die sind auch kuratiert, es gibt auf den kleinen Finger ist die ganze englischsprachige Wikipedia drauf, auf dem Pinky-Finger sind die ganzen Deadwops von Aram Bartol drauf und auf dem Mittelfinger haben wir eine Collection von 6666 Computerviren drauf und auf dem Zeigefinger ist eine ganze Online-Library drauf und vom Thumb konnte man sich sogar ein ganzes Linux-Kali-System booten. Wir haben dann auch so kleine Adapter entwickelt, so USB-Adapter, damit man das dann halt in den Computer stecken kann. Und hier laden wir das Kali-System direkt vom Fingernagel.
Bonjour, Julie Brosche. Mit Jana Bartel haben wir an den Grill Snails gearbeitet. Ich zeige euch am besten auch einfach das Video, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich benutze ja immer YouTube, ist so, finde ich total gut, so Videos im YouTube-Format zu machen. Das ist so mein Medium und das ist das offizielle Video. Hi, herzlich willkommen bei Nadjas Nailart Residency. Ich bin Nadja und wir arbeiten heute mit der Künstlerin Jana Bartelt an Quill Snails. Hallo. Jana, schön dich zu sehen. Ja. Cool. Are you ready? Ja. I am. Cool. Team Mama, dipped in Gabbana, just to find my love, I'm the little prima donna. Carmelita Sex, who came from Spanish Harlem, arose from concrete that was looking like Nirvana. Gucci Fito making bread with my people, my bitches is Dolce, my niggas got the illest hilo. From the tequila, cocaine, I got you feel brain freak, 7-11, so call my nigga Tito. I bring order, stance is militant, niggas take offense cause I'm bold and killing it. Niggas cut the checks and the money look correct. If the invitation's sweet, then I'm fucking with the rest. I'm done with bum niggas, it's no disrespect. If you're living with your moms, I'ma have to say next. Simple, I don't like simple. Guns is high, and I'm gunning for your temple. You on the feet, and I'm flying continental. Pounds is more than a dollar, and a peso. Don't fuck with bum niggas, papa, that's a no-no. If your money's slow, then nigga, you better go-go. This is a no-bum zone. If you looking weak, then you better go home. Pull up on the bike, looking right with the van set. Name is Catherine, did I happen too much? Wow, Grills Nails aus echtem Gold. Ja, es war eigentlich so eine fixe Idee. Diese Grills, die es gibt, die man sich auf die Zähne stecken kann und die aus Gold sind, für die Fingernägel nachzubauen. Und zwar so, dass die dann hinterher zu einem Stück werden. Also und eigentlich auch so eine Mischung aus Schlagring und Ring, also Schmuck und Waffe. Mhm. Was Fingernägel ja eh auch irgendwie sind. Also sind ja auch sowieso auch ein bisschen Waffen, also Krall. Mhm. Und halt vor allem auch so eine weibliche Antwort auf die Grills zu geben. Und sind sie praktisch? Naja, mega praktisch. Ja, praktisch ist ja vor allem, dass man sie auch abnehmen kann. Ja. Was ich ziemlich geil finde, weil ich finde an vielerlei Schmuck, also vor allem Nagelschmuck, ist sehr schwierig, dass man das dann die ganze Zeit haben muss. Also auch wenn man zum Beispiel zwischendurch eine Bohrmaschine benutzen möchte, kann man den ja nicht abmachen und dann brechen die ja unter Umständen ab. Oder? Genau, und mit den Grill Snails ist das jetzt kein Problem mehr. Genau. Cool. Von Juwe Jewelry Halskette. Das ist der Art Nail, also Nail Art for your wall. Da kann man halt Nail Art ausstellen. Von Juwe Jewelry Brosche. Das ist der SBBOD, Spinning Beach Boy of Death für Dividuen. The Spinning Beach Boy of Death is an inclusive chain for Dividuen. The SBBOD is made out of silicon in the year of the goat. It is a circle which strives to unit the inner contradictions whose center is determined and its circumference is variable but limited.
ihr wisst wahrscheinlich alle, was ein Spinning Beach Boy of Death auch ist, oder? Das ist so ein, der Pointer in Apples Mac OS X. Immer wenn halt eine Applikation nicht mehr antwortet, kommt der halt. Genau, und das ist aber eine Chain, die halt viele Leute tragen können. Das ist jetzt auch eine Ausstellungsansicht von Leipzig 2015. Im Alabama Sur war das, glaube ich. Genau, die darf man nicht alleine tragen. Von Juwe Chulavi, Armreifen. Das ist die Wi-Fi Chain, Animated GIF aus Cardboard and String. Von Juwe Chulavi, Armreifen. Die TPU Cooling Nails. Von Juwe Chulavi, Brosche. Fingerring, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Der ging Anfang des Jahres irgendwie im Internet, ging der so viral. Und genau, das ist ein Replikat meines linken Ringfingers. Und das ist halt sozusagen ein Ring, der halt einen Finger trägt. Und den können halt auch Aliens tragen. Und Robots can wear the human-like accessoire. To feel a little bit human, and humans can have the six finger. Es geht natürlich auch in dieser Arbeit so um den, warum haben wir eigentlich nicht six finger? Es gibt diese Geschichten, dass ganz viele Leute früher auch mal einen sechsten Finger haben oder mit einem sechsten Finger geboren werden. Ich glaube, das heißt Polydiktalie oder so, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und das wird dann aber meistens im Kindergartenalter wird es wegoperiert, weil halt das nicht so gut ankommt. Und es gibt auch keine Sechs-Finger-Handschuhe. Genau. Open and close the door with the six finger. Ich habe sogar auf Google auf Platz 17 geschafft, wenn man Finger googelt. Von Juwe Chulavi Halskette. Und natürlich ist parallel auch noch Yes, it's a real earring entstanden. Also sozusagen das, eine Prothese, die halt irgendwie auch keine Prothese in dem Sinne ist und zur Erweiterung also Schmuck als Erweiterung und als Prothese sozusagen, kommt in ganz vielen verschiedenen Skin-Color-Tones. Und das rechte Ohr ist ein Female-Ear und das linke Ohr ist ein männliches Ohr, also von zwei Probanden abgenommen. Und es gibt eine Frau in Kalifornien, die hat ein Ohr von mir gekauft und die hat das jetzt auf ihre Triver-License, ist sie sozusagen mit drei Ohren drauf. Aber es finden halt nicht so viele Leute so cool und es gab halt total viele Kommentare unter diesen ganzen Artikeln
Und genau, ich habe aus Silikon einen Kunstpenis anfertigen lassen. Diesen lasse ich jeweils in der Originalgröße aus der Hose hängen. Kommt leider bei einigen Leuten nicht so gut an. Ja, naja, könnt ihr ja selber lesen. Ja, das ist kein Schmuck, sondern etwas für Halloween. Wenn die Frau das als Schmuck empfindet, würde ich ihr dringend raten, ärztliche Hilfe zu suchen. Ja, ich muss sagen, ich fand das total interessant, weil das ging halt so viral und dann wusste ich, okay, irgendwie gibt es halt hier so, und habe ich in so einen Punkt gestoßen. Und das war mir eigentlich gar nicht so klar, aber irgendwie. Ja, das ist, mein Lieblingskommentar ist ja das hier: And people are worried about Donald Trump when this shit is going on. okay, one euro jewelry, Brosche. Also, vielleicht nochmal kurz, ich meine das auch alles ernst. Und eigentlich geht es mir ein bisschen darum, sozusagen die männliche Idee des Cyborgs und der Aufrüstung durch Technik zu brechen und zu dekonstruieren. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß.